Hello, grüß Gott und guten Abend. Ein dringendes Bedürfnis habend, ging ich jüngst zu einer Stätte, die ich gern gemieden hätte. Zu einem Örtchen, wo man sich sozusagen öffentlich hinbegeben und sodann körperlich erleichtern kann. Nun bin ich ja als Mensch sehr reinlich und da ist es mir schon peinlich, wenn ich mich privat und still hier körperlich erleichtern will und dies dann noch zu meinem Groll fast öffentlich geschehen soll, an einem Ort, der, wie ihr wisst, ja nie besonders sauber ist. Der Schluss, nicht hinzugehen, schien zwingend. Bloß mein Bedürfnis war zu dringend, als dass ich es, um es schön zu nennen, hätte ruhen lassen können. So habe ich in diesen Nöten doch noch jenen Ort betreten. Der erste Eindruck war vernichtend. Auf jegliche Details verzichtend möchte ich hier nur belegen, ein Schweinestall ist nichts dagegen. So wollte ich wieder fast von hinnen, als mich ein starker Drang von innen daran gemahnte, voller Sinn, weshalb ich eingetreten bin. Da braucht man nicht herumzureden. Ich trat ja ein, um auszutreten. So ging ich in gespannter Ruhe auf eine der Kabinen zu. Es war die Mitte, die ich wählte, obgleich da zwar der Deckel fehlte, doch besser noch als rechts mit Schrecken braune Flecken zu entdecken oder links aus manchen Gründen alles wässrig vorzufinden. Man sieht bereits an diesem Stück, es war wie in der Politik. Kaum hatte ich mich aber jetzt entblößt und schon hinabgesetzt, da ist mir durch den Kopf geschossen, du hast die Tür nicht abgeschlossen. Nun bin ich ja als Mensch sehr reinlich und da wäre es mir schon peinlich, wenn ein Fremder in der Nähe hier hereinkäme und mich sähe. Zumal ich auch der Welt zum Trotze nicht gern mit meiner Größe protze. Was nun geschah an dieser Stelle, das geschah auf alle Fälle weitaus schneller noch, als man das Ganze hier erzählen kann. Zwei Dränge drangen auf mich ein. Der Drang, im Raum allein zu sein, und jener, der von innen drängte und mich zu dieser Stätte lenkte. Und leider gab ich mir zur Schmach zugleich den beiden Brennern nach.
so. 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 So schoss ich schon nach vorne vor. Und vorne schoss es schon empor. Nun bin ich ja als Mensch sehr reinlich. Oh mein Gott, war mir das peinlich. Fürs Erste hat's mir schon gereicht. Zum Glück war nur der Boden feucht. Doch wollte ich dann völlig klar noch retten, was zu retten war. Ich dreh mich um. Schon hat die Gischt auf das, was hinten lag, erwischt. Zunächst war ich ja wie erstarrt. Doch bin ich so nicht lang verharrt, denn schon begann es unterm Rücken, Sie wissen wo, enorm zu drücken. Also habe ich ganz beklommen und sachte wieder Platz genommen. Ich regte mich nicht weiter auf und ließ den Dingen ihren Lauf. So saß ich denn auch eine Weile, nun ich hatte keine Eile, denn andere, hab ich erfahren, sitzen auch schon seit 10 Jahren. Sie hocken da und sitzen's aus und Ähnliches kommt auch heraus. Entbehrt nicht der Symbolik. Ich leide auch an einer Kolik. Doch einmal ist, wie man es auch wendet, jegliches Geschäft beendet. Und da ich ja sehr reinlich bin, so langte ich zur Seite hin, wo immer das Papier sich rollte. Das heißt, wo es sich rollen sollte. Denn just auf dieser Seite war nichts. Doch auch zur anderen hin rein gar nichts. So blickte ich entsetzlich stumm, entsetzt im ganzen Raum herum. Nun bin ich ja als Mensch sehr reinlich. Und da wäre es mir schon peinlich, wenn ein Mensch, der mich am Ende sah, von mir erzählen könnte, mit engem Schritt ging er ins Haus, mit breitem kam er wieder raus. Drum blickte ich mit bangen Blicken, was von meinen Kleidungsstücken hier zur Rettung meiner Ehre am ehesten zu entbehren wäre. Das waren meine besten Sachen, die wollte ich nicht schmutzig machen. Doch wagte ich dann den Versuch und zog mein weißes Taschentuch, denn hilflos war ich ohne Frage. Was fällt Ihnen in dieser Lage? Zwar habe ich noch kurz gestutzt, denn immerhin, es war benutzt. Doch nahm ich es mit den Fingerspitzen, um es mal anders zu benutzen. So zwischen zwei ganz heiklen Kreisen muss man ruhige Hand beweisen. Und starke Hand, wenn man bedenkt, dass Pöbel sich mit Braunen mengt. D-
Der Ort war einer von den vielen, wo es noch Ketten gab zum Spülen. Also zog ich unverwandt und hielt die Kette in der Hand. Nun werden Sie es nicht gleich verstehen. Ich konnte jetzt nicht einfach gehen. Denn ich bin als Mensch sehr reinlich. Und da wäre es mir schon peinlich, wenn ein Fremder, der nach mir wahrscheinlich kommt, sieht, dass ich hier war. Sie fragen sich jetzt jede Wette, woran man das gesehen hätte. Mein Taschentuch. Es klingt verrückt. Da war mein Name drauf gestickt. Und ist es sonst auch Frauen gewesen? Mein Name war noch gut zu lesen. Was blieb mir übrig, als ganz eigen höchstpersönlich hochzusteigen? Ich wollte an den Haken ran, bloß war da noch ein Haken dran. Ich hätte ihn ja fast erreicht, bloß war der Untergrund noch feucht von meinem ersten Missgeschick. Was man versäumt, kommt stets zurück. So. Rutscht er auf meinen Fuß davon. Geradewegs. Sie wissen schon. Oh mein Gott, war mir das peinlich. Denn ich bin ja sonst sehr reinlich. Was jetzt noch kam, ist schnell vernommen. Zunächst bin ich nicht rausgekommen, weil jene Türe ganz und gar verklemmt und nicht zu öffnen war. So kroch ich kriechend wie ein Lurch denn unter einer Trennwand durch. Nach rechts, das merkte ich zu spät, mit braunen Flecken übersät, mit Schmutz am Fuß und so entstellt, trat ich hinaus in diese Welt und musste sehen, dass frappant beim Ansehen auch mein Ansehen schwand. Ich sage es hier. Ganz unverbrämt. Ich habe mich zutiefst geschämt. Sie fragen sich nun offenbar, wenn mir all das so peinlich war, warum ich mich dann selber quäle und das Ganze hier erzähle. Nun, es gilt hier mein Bemühen, tiefere Lehren draus zu ziehen. Ich halte nämlich melancholisch diesen Vorfall für symbolisch. Wer als Bürger hier im Staat wohl irgendein Bedürfnis hat, dem wird sicher mit Bedacht Erleichterung nicht leicht gemacht. Das Bundeshaus gleicht jede Wette einer öffentlichen Stätte, einem Örtchen, wo man ist, nur sitzt und hockt und hockt und sitzt. Man redet doch nur von Problemen und tut doch nichts, um sie zu nehmen. Stattdessen jammern alle bloß, die Lage sei zu ausweglos und merkt doch nicht, dass man doch glatt die Türen selbst verschlossen hat, weil man's Geschäft nicht, wie man sollte, ganz öffentlich betreiben wollte, nicht ehrlich war bei aller Scham, sodass es letztlich dazu kam, dass man am Ende nicht mal Mathe, Papiere und Konzepte hatte und dann verständnislos nur murrte, als alles immer brauner wurde. Verzeihen Sie bitte die Erregung. Das bringt mich immer in Bewegung, mir platzte einfach mal der Kragen. All das einmal laut zu sagen, kommt es jetzt auch zum Zerwürfnis,
war mir dringend ein Bedürfnis. Hier merkt man, wie man unbeirrt von Kopf bis Fuß bescheiden wird. Und die Politiker ganz augenscheinlich, denen ist das nicht mal peinlich. So wie mir in diesem Fall. Das war's. Mir reicht's. Bis nächstes Mal. Oh. Meine Damen und Herren, hier wird der Karneval zum anspruchsvollen Kabarett. Ein Vortrag der Sonderklasse, ich sagte es schon. Was soll man mehr bewundern? Die geschliffenen Verse, kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig oder die Vortragsart dieses Mannes, von dem man redet und reden wird. Ich stelle vor, unser Peter Kuhn. Meine Damen und Herren, Peter hat uns in fast atemberaubender Rhetorik von der Erzählung hinaufgeführt zur Parabel und wieder zurück zur Erzählung. Und was blieb? Ein begeistertes, aber auch ein betroffenes Publikum. Meine Damen und Herren, das sind besondere Augenblicke in einer solchen Sitzung. Ich würde sagen Sternstunden im Karneval. Sie können Peter Kuhn noch einmal hören am 12. Februar, wenn die Sendung Fasnacht in Franken ausgestrahlt wird aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim. Aber ich darf noch einmal sagen, ein Mann, der seine Rolle nicht spielt, sondern der sie lebt von der ersten bis zur letzten Sekunde seines Auftritts, Peter Kuhn. Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch. Erleichtert nennen, wenn sie sich beschweren können, danke ich sehr für den Applaus. Doch nur genug, ich muss mal raus.